Salvador? Was gibt es? Geht's voran? Mhm. Das ist ein völlig primitives Sicherheitssystem. Die geschützten Daten dieser Bibliothek lesen sich wie ein offenes Buch. Das mit Sadi tut mir leid. Sie... Es ist nicht deine Schuld. Ich will dich um eine kurze Pause bitten. Ich bin todmüde. Madame möchte also Urlaub machen? Nur etwas Schlaf. Ich habe so viel geleistet und... Hör zu, Funke. Das ist eine sehr wichtige Operation, verstanden? Auch meine Freunde sind gestern gestorben. Wenn wir hier faulenzen, war ihr Tod völlig sinnlos. Aber das tue ich doch gar nicht. Hier ist noch einiges zu tun. Wie denkst du, könnten die nächsten Schritte aussehen? Ich könnte den zweiten Datenkristall suchen und... Bei einer Kletteraktion in den Tod springen? Wir haben schon einen Piloten verloren. Es gibt sicher einen anderen Weg nach unten. Ich könnte versuchen, Hilfe anzufordern. Wenn ich funken will, Funke, dann frage ich Delvin. Du kannst doch sicher Wichtigeres beitragen, nicht wahr? Ich könnte die Umgebung nach etwas Nützlichem absuchen. Ich kann dich nicht auf einen Spaziergang losschicken, während wir schuften. Du, Madame, sicherst besser das Areal ab. Wir wollen nicht im Schlaf überfallen und gemeuchelt werden. In dem Koffer ist die Sonde. Warte, wie soll... Du nimmst den Bohrer und bohrst ein Loch durch den Schutthaufen. Danach schickst du die Sonde durch das Loch. Hast du noch dein Zeitfunkgerät? Ich bin schließlich Funker. Dann verkriech dich in irgendeine Ecke und benutzt dein ZFG, um die Sonde durch das Gebäude zu steuern. Danach kannst du von mir aus dein Päuschen machen. Ein kleines ferngesteuertes Fahrzeug mit einer kleinen Kamera. Oh je, ich hoffe, das klappt. Hey, es hat funktioniert! Du hast ein Loch in einen Haufen Schutt gebohrt. Bravo! Und ich finde, es ist richtig gut geworden. Weitermachen. Verdammt! Du hast sie doch nicht fallen lassen? Nein, alles in Ordnung. Ich muss das Schaltpult auf dem ZFG benutzen, um die Sonde anzusteuern. Nigel? Salvador! Ich habe Nigel gesehen! Hinter der Wand! Er lebt! Das war bloß ein Hirngespinst. Aber er... Er kann diesen Sturz unmöglich überlebt haben. Wir müssen ihm helfen! Du hast deine Arbeit erledigt. Geh deine verdammte Pause machen! Er lebt und ich werde ihn finden. Das war ein Befehl, Funker. Deine Befehle sind hier wertlos. Geh schlafen. Ich nehme mal den Filter heraus. Ich brauche deine Hilfe. Kannst du mir helfen, den Bohrer zu verstärken? Den Plasmabohrer? Wieso? Ich muss mir einen Weg in die Bibliothek schießen. Wow, 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 wow! Das ist gefährlich! Das ganze Gebäude könnte einstürzen. Ich pass schon auf. Habe ich jemals etwas Wichtiges kaputt gemacht? Mit einer Kondensatormembran könntest du die Energiezufuhr erhöhen. Leider haben wir nur eine Membran und die brauche ich selbst. Kann ich sie nur kurz ausleihen? Du bekommst sie auch sofort wieder zurück. Versprochen. Das geht wirklich nicht. Mein Farbmodulator spinnt und ich brauche die Membran, um das Energieniveau zu halten. Sobald das Licht nur leicht ins Rötliche kippt, zersägt mir der Pulser die Geräte. Du brauchst sie, damit das Licht blau bleibt? Ja, genau. Du hast es verstanden. Danke. Ich mach dann mal weiter. Bis nachher. Kann dieser Blaufilter die Kondensatormembran ersetzen? Darf ich mal sehen? Das ist etwas, simpel, aber könnte vielleicht klappen. Fantastisch! Es funktioniert wirklich. Hier, ich denke, du kannst die Membran haben. Aber sei vorsichtig damit.
Das ist ja nur ein Netz. Ja. Um sie zu benutzen, musst du eine Energiequelle hineinstecken und es dann an den Bohrer anschließen. Das Netz zieht die Energie aus der Batterie und gibt sie konzentriert an das Endgerät ab. Alles klar. Dann brauche ich nur noch eine Batterie. Ich habe vorhin eine im Lager gesehen. Vielleicht schaust du da mal nach. Okay, danke. Eine Batterie. Das hätte sicher wehgetan, wenn Delvin sich da draufgelegt hätte. Ich nehme sie da besser raus. Rein damit. Jetzt liegt die Batterie im Netz. So, jetzt sollte der Bohrer genügend Power haben. Ich nahm also den aufgemotzten Bohrer, richtete ihn auf die... als wollte ich ein zweites Loch bohren, zielte. Und peng, alles flog in die Luft. Nein, ich bohrte ein zweites Loch. Die Membran war nicht stark genug gewesen. Etwas fehlte noch. Ein multifunktionaler Bohrer. Er besitzt eine Bohr- und Schneidefunktion. Und sein Filter ist austauschbar. Von mir stammt auch noch die Membran, um die Durchschlagskraft zu verstärken. Diesmal musste es klappen. Ich hatte das Netz mit der Batterie und ich hatte das Filtermodul mit dem roten Glas. Und eine blühende Fantasie. Ich weiß nicht, wo Sie dieses Wissen über Laser herhaben, aber rote Laser sind energieärmer als blaue. Und wie dieses Membrannetz von Ihnen funktionieren soll, ist mir ebenso ein Rätsel. Ich habe so viel riskiert, um heute hier zu sein. Und du glaubst, ich würde mir das alles bloß ausdenken? Bist du wahnsinnig? Wir sitzen in einer Ruine und du schießt Wände ein. Die Tür ist jetzt auf. Warte mal. Wie hast du das gemacht? Ich habe die Energiezufuhr konzentriert und die Farbfrequenz mit einem improvisierten Modulator manipuliert. Interessant. Das ist sogar sehr interessant. Komm mal her. Du hast mir gar nichts zu sagen. Ich will dir nur etwas zeigen. Also komm her. Hey, was soll das? Ich brauch den Bohrer noch. Das ist, damit du da unten das Fundament nicht einreißt. Die Membran kannst du behalten. Und jetzt geh mir aus den Augen. Nigel? Hallo? Sieht aus wie das Terminal, an dem Nigel hing. Vielleicht ist es das sogar. Hier sind ein paar zerbrochene Platinen, ein zerquetschtes Belüftungssystem und ein Chip. Ich nehme ihn mit. Vielleicht funktioniert er noch. Das ist Nigels Kristall. Er hat sich beim Sturz in den Stein gebohrt. Ich komme nicht ran. Ja, das Paddel hat genau die richtige Länge. Nein, das Rinnsal hat ihn weiter nach unten gespült. Ich hatte eine Idee. Ich nahm das Stück Seife und spülte es genau an der gleichen Stelle runter, wo vorher der Kristall gelegen hatte. Kein Strom. Ich bekomme meine Finger nicht in die Rillen. Genau das, was ich brauche. Ja, das war leicht. So, kleiner Chip.
Du hast tolle Arbeit geleistet, aber jetzt wird es langsam Zeit zu gehen. Leb wohl. So, rein mit dir. Ich vermisse die Tiere und Menschen. Ständig nur diese Maschinen, die sich nicht einmal bedanken, wenn man ihnen hilft. Nein, geht immer noch nicht. Hier verläuft ein Kabel in die unteren Stockwerke. Wahrscheinlich ist der Generator ausgefallen. Ich mache das besser von weiter oben. Hoffentlich hält der Schutthaufen mein Gewicht. Geschafft. Jetzt muss ich nur noch... Und hepp! So viel dazu. Jetzt muss ich nur noch wieder nach... Au! Die Seife im Rinnsal. Nette Idee. Haben Sie diesen Datenkristall denn so gefunden? Aber ja doch. Der Schaum wies mir den Weg. Blieb nur noch zu hoffen, dass er noch funktionierte. Ich habe den zweiten Datenkristall gefunden. Kannst du ihn auslesen? Bitte. Nicht schlecht, Funke. Aber du hast deine Pause in den Sand gesetzt. Der verdammte Kristall ist kaputt. Können wir nicht herausfinden, wo Nigel die Daten her hat und sie nochmal runterladen? Die Daten sind ruiniert. Aber der ID-Chip hier scheint noch zu funktionieren. Wenn du ein funktionierendes Terminal findest, kannst du dich mit diesem Kristall unter Nigels Account einloggen. Sein Passwort ist Blaualge. Natürlich, das meinte Nigel. Die Cyanobakterie ist der Schlüssel. Gib es auf. Der alte Mann wird nichts Bedeutendes gefunden haben. Darf ich ihn wiederhaben? Nimm nur. Im linken Schaukasten stand ein alter Bildschirm, dick und klobig, wie dein Gerät da in der Ecke. Klingt, als wären sie in einem Medienarchiv gelandet. Ha, das ist toll. Man hat mehr Mühe in die Aufbewahrung alter Maschinen investiert, als in die Erhaltung des Klimas. Dieses eine Mal will ich Ihnen glauben. Im rechten Schaukasten war eine große schwarze Scheibe mit einer Widmung für Elise. Das war eine Schallplatte. Wissen Sie, damit... Wirklich entzückend, wie Sie versuchen, Ignoranz vorzugaukeln. Schallplatten gibt es überall. Das kann nicht Ihre erste gewesen sein. Vermutlich war es sogar die letzte.